Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu unserer heutigen Eröffnung der dritten Teststraße hier beim ACV mit Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der Geschäftsführende des ACV Susanne Baumann-Söllner und Oliver Löhlein, den Chef des Samariterbunds. Bitte, Herr Bürgermeister. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir stellen Ihnen heute die dritte und größte Teststraße, die es in Wien und ich vermute auch in ganz Österreich gibt, vor. Wir testen in Wien ja seit Ausbruch der Corona-Krise sehr intensiv, sehr umfassend und haben bis jetzt in etwa 800.000 Testvorgänge absolviert. Allein im November waren es 192.000 Testungen, die wir vorgenommen haben. Und es ist uns von Beginn an wichtig gewesen, dass wir auch bestimmte Zielgruppen betreut und abgedeckt haben, insbesondere jene, die in der kritischen Infrastruktur tätig sind, jene Personen, die mit anderen Infizierten oder Menschen, die das Gefühl haben, infiziert zu sein, zu tun haben. Das gilt auch für diese Teststraße, die im Wesentlichen zwei Personengruppen betreuen und begleiten soll. Zum einen jene Personen, die als Besucherinnen und Besucher Pflegeeinrichtungen frequentieren, damit sichergestellt ist, dass diese Personen den Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen aufrechterhalten können. Zum anderen aber natürlich auch, dass sie nicht das Virus in die Pflegeeinrichtungen hineinbringen. Und zum anderen haben wir ja die dritte Teststraße hier eröffnet für jene Personen, die das Gefühl haben, dass sie Symptome haben. Das sind jene Personen, die bei der Nummer 1450 angerufen haben, aufgrund des Gesprächs den Eindruck gewonnen haben, dass sie Corona haben könnten und mit dem Auto die Teststraßen, die bestehenden Teststraßen in Wien frequentiert haben. Sie wissen, wir haben die erste große Teststraße eröffnet beim Stadion. Es war die Idee auch vom Herrn Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, die Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus dem Sommerurlaub zu testen. Denn es war uns bewusst, dass es natürlich im Sommer auch ein erhöhtes Ansteckungsrisiko geben kann durch lockere Umgangsformen, durch Urlaubsgefühle, durch den Wunsch, mit anderen Menschen zu verkehren. Und von daher war das sicher eine sehr gute, frühzeitige Strategie. Und wir waren damals die Einzigen, wir haben das eigentlich auch vom Bund gefordert, generell an den Grenzen zu errichten, aber für uns war wichtig, dass wir die Wiener Bevölkerung hier gut betreuen. Die erste Teststraße war beim Stadion, wir haben dann eine zweite große Teststraße bei der Floridsdorfer Brücke auf der Donauinsel eröffnet und jetzt die dritte große, größte Teststraße hier beim Austria Center. Und ich bedanke mich, dass diese Zusammenarbeit sehr gut funktioniert hat und dass wir die Möglichkeit schaffen, diese beiden sehr unterschiedlichen Zielgruppen auch auf verschiedenen Standorten hier im Rahmen des Austria Centers zu betreuen. Jene, die, wie gesagt, Pflegeeinrichtungen besuchen und jene, die Symptome haben und mit dem Auto kommen. Von daher ist es ein schöner weiterer Beweis, dass wir eine sehr umfassende Teststrategie in Wien haben, die wir schon seit längerer Zeit durchhalten, gemeinsam mit vielen Einrichtungen der Zivilgesellschaft, mit vielen Blaulichtorganisationen. Hier bewährt sich, dass wir mit den Helfern Wiens eine sehr gut eingeübte Zusammenarbeit haben mit allen Einrichtungen, mit allen Blaulichtorganisationen, mit allen helfenden Einrichtungen und dass sich hier jene, die beruflich tätig sind in den Organisationen, ergänzt um viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier in den Dienst der Bevölkerung stellen und gemeinsam mit der Stadt Wien ein sehr umfassendes Angebot, ein sehr umfassendes Testangebot stellen können. Danke. So, sehr geehrte Damen und Herren, ich muss jetzt schauen, dass der Nebel von meiner Brille verschwindet. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben an dieser Teststraße schon längere Zeit gearbeitet. Wir haben im November die finalen Entscheidungen getroffen, dass wir das hier errichten wollen, Anfang November. Und bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, gemeinsam mit dem Austria Center Vienna und den Arbeiter-Samariter-Bund eine derartige Infrastruktur, die dann auch viele, viele, viele Wochen, Monate zur Verfügung stehen wird, je nachdem, wie es das epidemische Geschehen von uns verlangt, hier wirklich in einem großen Stile der Bevölkerung zur Verfügung zu stehen,
mit den neuen Antigen-Tests, die, glaube ich, eine Trendwende herbeiführen werden im Vergleich zur bisherigen Möglichkeit, diese aufwendigen PCR-Tests durchführen zu können. Wir haben diese Straße hier errichtet als Ergänzung zu unseren beiden bestehenden Teststraßen, aber natürlich auch als Ergänzung zu dem vielleicht sogar wichtigsten Testbereich, nämlich dem Testbereich, wo die Menschen mit Symptomen anrufen bei 1450, dem Gesundheitstelefon, und wir nach Hause kommen und den Menschen einen Google-Test nach Hause bringen. Wenn Menschen aber symptomatisch sind, aber noch leichte Symptome haben und in der Lage sind, noch mit dem Auto zu fahren, dann soll es auch die Möglichkeit geben, dass sie direkt zu so einer Teststraße kommen, und das wird hier eingerichtet, eine Etage oder zwei Etagen unter uns, wo die Menschen mit dem Auto hinfahren können und einen sofortigen Test durchführen können. Wichtig ist, und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes Merkmal, ist, dass die Menschen hier, und die Frau Geschäftsführerin wird das noch im Detail vorstellen, hier wirklich sofort zu ihrem Ergebnis kommen, und sollte das Ergebnis des Antigen-Tests positiv ist, sofort weitergereicht werden kann zu einer PCR-Testung und zur Aufgabe der Gesundheitsbehörde inklusive Contact Tracing. Also diese durchgängige Kette, die hier organisiert ist, die ist, glaube ich, sehr wichtig, damit die Menschen ja nicht immer in den einzelnen Prozessschritten lange hängen. Wir werden diese Teststraße über viele Monate wohl haben, brauchen. Jetzt einmal ist sie mal zweckgewidmet für einen Bereich, der mir besonders am Herzen liegt. Wir haben seit dem Frühjahr extrem strenge Besuchsregeln in den Pflegeeinrichtungen. Das schmerzt auch. Wir wissen genau, was wir den Menschen antun, wenn wir ihre Besuchsregelungen einschränken. Im Augenblick müssen einfach besonders strenge Regeln herrschen. Und daher ist ein Zugang und ein Besuch in ein Pflegeheim in Wien nur möglich, wenn die Menschen, die besuchen kommen, ein sehr kurzfristig davor angefertigtes Ergebnis eines negativen Antigen-Tests haben. Warum nur Antigen-Tests? Das liegt daran, dass es ja beim Besuchen in einem Pflegeheim und Spital darum geht, dass die Menschen negativ sind, und die Antigen-Tests sind in der Aussage des negativen Ergebnisses so präzise, dass wir ja ohne Bedenken das hier durchführen können. In weiterer Folge wird es auch zur Verfügung stehen hier für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in sogenannter kritischer Infrastruktur für Blaulichtorganisationen. Und wir werden sehen, wie die Entwicklung ist, wir werden sehen, wie es anläuft, und haben hier die Möglichkeit, die Kapazitäten in eine dauerhafte Kapazität von 15.000 Testungen pro Tag zu machen. Und damit, glaube ich, kommen wir gut durch den Winter. Das ist sozusagen der zentrale Block neben den beiden anderen Teststraßen, die weiter in Betrieb sein werden. Und Sie wissen, dass wir unsere Hustenschnupfenboxen bis Ende Dezember gemeinsam mit der Ärztekammer auf ganz Wien ausgerollt haben werden. Es werden dann 30 solche Boxen sein, und ich glaube, wir sind dann als Stadt mehr als gut, sehr herzeigbar gerüstet, um die weitere Entwicklung dieser Epidemie zumindest so weit unter Kontrolle zu haben, dass es möglich ist, weiter ein geordnetes Leben zu haben. Natürlich mit Spielregeln, undenkbar ohne Spielregeln. Aber es ist sicherlich möglich, in allen Bereichen mit entsprechenden Spielregeln auch wieder einen Schritt Richtung Normalität und Normalisierung zustande zu bringen. Der nächste große Schritt wird dann sicherlich das Impfprogramm sein. Aber da muss man auch ganz realistisch sein, dass das Impfprogramm erst wirkliche Wirkungen frühestens im Sommer erzielen kann. Vorher ist es denkunmöglich, und daher müssen wir vorbereitet sein. Und das hier ist ein entscheidender Baustein dafür. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben vor 2,5 Monaten hier das erste Mal das europaweit größte Pilotprojekt veranstaltet. Wir wollten zeigen, dass man bei einer Großveranstaltung alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer testen kann. Wir hatten damals bei der Wirtschaftsuniversität Wien ca. 2000 Studenten getestet, die dann gleich ins Haus gegangen sind zu ihrer Veranstaltung. Und wir sind heute sehr froh und dankbar, dass wir ein Partner sein dürfen der Stadt Wien, dass wir das Angebot nicht nur den Veranstaltern zur Verfügung stellen, sondern der gesamten Öffentlichkeit. Wir haben sämtliche Erkenntnisse aus diesem Pilotprojekt zusammengetragen, haben bei der Planung, Durchführung und bei der Testlogistik sehr unterstützt haben dann jetzt bis zu 11 Teststraßen hier am Vorplatz positioniert und 4 Teststraßen im Parkdeck.
Wir selber sind sehr betroffen von der Pandemie. Wir waren die Ersten, die sozusagen zusperren mussten, die keine Großveranstaltungen, keine Veranstaltungen abhalten durften. Und wir sind wahrscheinlich auch die Letzten, die wieder aufsperren dürfen. Daher ist es uns eine große Ehre, auch dieses Projekt hier durchzuführen. Die Voraussetzungen hier sind ideal. Wir sind hier im Freien, das heißt die Ansteckungsgefahr ist geringer. Wir haben einen witterungsgeschützten Platz, unser neues Donausegel, auf das wir sehr stolz sind. Und wir sind extrem gut öffentlich angebunden. Also für alle asymptomatischen Personen sind wir sehr gut erreichbar. Die Idee ist, dass man einfach sozusagen ohne Voranmeldung mit Registrierung herkommt, durchgeht und mit einem Zertifikat dann wieder schnell den Platz verlassen kann. Für alle symptomatischen Personen ist es so angedacht, dass sie mit dem Auto kommen, im Parkdeck 4 Stationen durchfahren und dann das Parkdeck wieder verlassen. Wir haben hier nur zwei große Herausforderungen. Das eine ist die winterlichen Temperaturen. Diese Schnelltests brauchen eine Temperatur von 15 Grad. Hier haben wir eigens Wärmeboxen konstruiert, die es immer zulassen, dass die Tests bei 15 Grad gewärmt werden, sodass auch die Tests alle gültig sind. Sie sehen sie auch hier im Hintergrund. Die zweite Adaption, die wir vornehmen mussten, war die Registrierung. Man soll sich vorab registrieren lassen, mit einem QR-Code dann hierher kommen, egal ob in einen Walk-in oder in einen Drive-in, dann den Prozess durchlaufen und dann gibt es ganz hinten eine IT-Auswertung, wo die Tests dann registriert werden, wo die Tests erfasst werden und wo die entsprechenden Zertifikate ausgestellt werden. Sollte man positiv sein, geht man dann weiter zur nächsten Station. Dort findet gleich ein PCR-Test statt. Hier hat auch die Stadt Wien ein Labor dann zur Verfügung gestellt, wo man nicht sehr lange warten muss auf die Auswertung des PCR-Tests. Und dann geht man anschließend gleich zum Contact Tracing ins Haus hinein, beziehungsweise gleich im Parkdeck. Man kann dort gleich parken, Contact Tracing durchführen und kann dann sozusagen, kriegt eine Art Bescheid und kann dann sozusagen gleich sich in Quarantäne begeben. Damit alle Informationen übersichtlich dargestellt sind, haben wir eine eigene Website erstellt. Man findet sie unter www.acv.at/schnelltest. Hier finden Sie alle Informationen, wer dieses Angebot nutzen darf, wo es genau ist, von wann bis wann es stattfindet, also ab morgen von 7 bis 19 Uhr. Und bitte, bitte vorab registrieren. Wir haben hier auch noch ein Video produziert. Ganz kurz, Film ab. Herzlich willkommen zur Covid-19-Schnellteststraße der Stadt Wien beim Austria Center Vienna. In diesem Video zeigen wir in aller Kürze die wichtigsten Informationen. Bevor Sie zur Schnellteststraße kommen, ist eine Online-Registrierung erforderlich. Auf www.acv.at/schnelltest finden Sie das Registraturformular. Geben Sie in der Eingabemaske der Stadt Wien Ihre Daten ein. Am Ende erhalten Sie einen QR-Code per E-Mail oder per SMS, den Sie ausdrucken oder auf Ihrem Handy zur Anmeldung vor Ort mitbringen. Sollten Sie keine Symptome haben, bitten wir Sie, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur U1-Station Kaisermühlen VIC anzureisen. Der Weg zur Walk-in-Schnellteststraße ist ab dort ausgeschildert. Oder Sie nutzen eine der umliegenden Parkgaragen und kommen zu Fuß auf den Vorplatz. Bei Symptomen nutzen Sie bitte unser Angebot in der Parkgarage und reisen Sie mit dem PKW an. Auf dem Bruno-Kreisky-Platz sind mehrere Teststraßen im Freien, aber überdacht aufgebaut. Mit Ihrer Registrierung stellen Sie sich bitte an und folgen den Anweisungen des Personals. Zu Beginn erhalten Sie einen Nasen- oder Rachenabstrich durch medizinisches Fachpersonal. Das Tupferstäbchen wird in eine Testlösung getaucht. Drehen Sie das Tupferstäbchen in der Testlösung einige Male. Nach einer kurzen Wartezeit entnehmen Sie das Tupferstäbchen, während Sie gleichzeitig das Röhrchen mit der Testlösung zusammendrücken. Dann werden Sie vom Personal angeleitet und geben einige Tropfen auf eine Testkassette. Begeben Sie sich danach bitte in den Wartebereich. Dort finden Sie Wärmeboxen, in die Sie die Testkassette legen, damit sie nicht abkühlt. Nach maximal 15 Minuten wird das Testergebnis sichtbar. Gehen Sie mit der Testkassette zur nächsten Station. Das Personal teilt Ihnen Ihr Ergebnis mit. Halten Sie dafür bitte Ihren QR-Code und einen Lichtbildausweis bereit. Bei einem negativen Testergebnis erhalten Sie einen Ausdruck des Ergebnisses und im Nachgang noch eine SMS.
Bei einem positiven Ergebnis wird direkt im Anschluss und vor Ort ein PCR-Test durchgeführt. Bitte folgen Sie einfach den Anweisungen des medizinischen Fachpersonals. Der Test in der Parkgarage verläuft ähnlich. Hier bleiben Sie allerdings durchgehend im Fahrzeug sitzen. Das Testergebnis des Antigentests ist 24 Stunden gültig. Weitere Informationen finden Sie auf www.acv.at/schnelltest. Für telefonische Auskünfte zum Coronavirus rufen Sie bitte die Hotline 1450 an. Die Website und auch das Video ist aufrufbar, ist in Deutsch, Englisch, in Türkisch und in den BKS-Sprachen auch einsehbar. Gestartet wird morgen mit 3 Teststraßen am Vorplatz, mit 4 Teststraßen im Parkdeck und wie gesagt, es ist erweiterbar auf 11 Teststraßen. Sie sehen, der Prozess ist ziemlich arbeitsteilig, das heißt, die Idee ist, dass die Testpersonen relativ viel selber machen, damit möglichst viele Personen hier auch die Möglichkeit haben, den Schnelltest rasch abzuwickeln. Zum Abschluss ersuche ich noch einmal alle Medienvertreter, immer zu kommunizieren, bitte vorab Registrierung, damit sozusagen sich hier keine Schlangen bilden. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir freuen uns als Samariterbund auch, dass wir hier bei diesem innovativen Projekt, bei dieser Teststraße dabei sein können und unsere Erfahrungen, die wir bereits mit den ersten beiden Teststraßen jetzt seit August gesammelt haben, hier einbringen konnten, schon in der Vorbereitung und dann auch in der Durchführung einbringen können. Wir haben hier, wie schon gehört, bei den Teststraßen in Summe mehr als 20 Sanitäterinnen tagtäglich im Einsatz. Und wie es der Stadtrat auch schon erwähnt hat, ganz wichtig, dass die Besucherinnen der Pflegeheime hier dann auch die Möglichkeit haben, mit einem Schein dann quasi in die Pflegeheime zu gehen. Ich denke, dass was klar ist, dass wir als Organisation in den letzten Monaten wirklich extrem gefordert sind und alle anderen Blaulichtorganisationen auch, dass wir das alles hier schaffen. Das haben wir auch der guten Kooperation, die es sozusagen in Friedenszeiten gibt, zu verdanken. Der Herr Bürgermeister hat die Helfer Wiens erwähnt. All das, was momentan passiert, wäre nicht möglich, wenn wir nicht permanent als Organisationen zusammenarbeiten würden und auch mit der Stadt Wien diese gute Kooperation immer pflegen würden. Wir finden natürlich es auch sehr interessant, was jetzt von ACV hier gerade vorgestellt wurde, von der Frau Dr. Baumann-Söllner. Man sieht einfach, dass in dieser Pandemie ganz, ganz viel Innovation tagtäglich stattfindet. Die Entwicklungen sind wichtig, damit wir möglichst rasch zu einer Normalität dann zurückkehren können. Ich möchte auch die Gelegenheit nützen, mich bei den vielen, vielen Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen, aber auch den Zivildienern zu bedanken. Das, was hier passiert, das ist mehr als das, was man tatsächlich erwarten kann. Es folgen jetzt noch, wie Sie alle wissen, in den nächsten Tagen Massentests, was wir hier an Personal insgesamt organisieren werden. Das ist wirklich enorm. Wir brauchen auch noch Mitarbeiterinnen, sollten also Sanitäterinnen noch Lust haben mitzumachen, auch wenn sie schon vielleicht länger nicht aktiv sind, sind sie alle bei uns herzlich willkommen und gemeinsam werden wir auch das schaffen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Falls Sie Fragen haben, wir haben hier ein Mikrofon aufgebaut, damit man das auch gut verstehen kann. Bitte schön. Alles gut. Ja. Manuela Sinnewatz, ATV. Ich hätte eine Frage an den Herrn Gesundheitsstadtrat. Wenn ich es richtig verstanden habe, die erste Zielgruppe ist natürlich Pflegeheimbesucher. Dann sollte es aber auch geöffnet werden. Soll das dann, ist geplant und ab, wenn ja, ab wann, dass es irgendwann auch für die gesamte Bevölkerung geöffnet wird als Angebot? Und dann eine Frage an den Herrn Bürgermeister. Das ist jetzt eine Art Infrastruktur, wie man sie auch für die Massentests braucht. Sollte das auch verwendet werden für die Massentests und wo liegt dann, falls geöffnet wird, auch eigentlich der Unterschied aus Ihrer Sicht von der Strategie her? Also man muss solche Angebote, die ja dann langfristig auch wirken können, auch die Chance geben, sich selbst zu entwickeln. Wir können ja nicht erwarten, dass hier Dutzende Mitarbeiter und Mitarbeiter von heute auf morgen einen Job beginnen in Prozessen und Abläufen
die völlig neu sind. Daher muss man auch geduldig den Aufbau einer solchen Infrastruktur abwarten und auch die entsprechende Zeit geben, bis alles wirklich gut so funktioniert, wie man es sich in der Theorie ausgedacht hat. Und daher ist es gescheit, eine solche Infrastruktur, die dann am Ende eine Kapazität von 15.000 am Tag hat, zunächst einmal so zu beginnen, dass man auch Zeit hat, die Prozesse eventuell noch nachzuschleifen, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen. Und daher beginnen wir mit 3 Strecken herum und 4 Strecken in der Garage. Das sind dann 7 Strecken. Das ist immerhin schon die Kapazität, die wir in der Teststraße in Prater haben. Dort haben wir 6 Lanes insgesamt. Also man soll es nicht unterschätzen, dass es nur 7 Testlanes sind. Das ist schon eine riesengroße Herausforderung für alle Beteiligten. Und wie gesagt, im Augenblick ist das Wichtigste, dass wir es ermöglichen, dass man weiterhin in Pflegeheime und Spitäler besuchen kann, obwohl dort extrem restriktive Schutzmaßnahmen gelten. Und daher ist zunächst einmal dieser besondere Schwerpunkt für Besucherinnen, sich hier eben eine entsprechende Bestätigung holen zu können, dass man eben seine Angehörigen besuchen kann. Dann, wie gesagt, die Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur, und dann werden wir Schritt für Schritt sehen, wie das angenommen wird und entsprechend dann ausbauen und natürlich immer größeren Bevölkerungskreisen zur Verfügung stellen. Vielleicht zur zweiten Frage. Wir haben in Wien jetzt eine sehr umfassende Teststrategie schon von Beginn der Corona-Krise an durchgeführt. Ich habe erwähnt, wir haben rund 800.000 Testungen bereits vorgenommen, österreichweit mit Abstand die meisten. Wir liegen jetzt in etwa bei 27% aller österreichweiten Testungen. Und von daher war es uns wichtig, dass wir insbesondere jene Personen testen, die Symptome haben. Das war auch schon bei den ersten beiden Teststraßen der Fall und deshalb haben wir eine dritte Teststraße hier beim Austria Center konzipiert. Dazugekommen ist, und da haben Sie recht, der Wunsch des Bundeskanzlers und der Bundesregierung, hier Massentestungen durchzuführen. Das ist für uns eine zusätzliche Herausforderung, denn wir wollen ja auch weiterhin unsere Teststrategie umsetzen. Wir werden das gemeinsam mit allen Einrichtungen, die hier mitwirken, umsetzen. Und von daher wollen wir aber dennoch nach Möglichkeit die Standorte getrennt verwalten. Sie wissen, bei den Massentests steht das österreichische Bundesheer im Vordergrund. Und wir haben uns angeboten als Stadt Wien, dass wir den zweiten Test dann vornehmen, den PCR-Test bei den positiv Getesteten. Also von daher sind die Kompetenzen klar verteilt. Und es ist uns wichtig, dass wir trotz der Massentestungen auch weiterhin unsere Teststrategie umsetzen, insbesondere für jene Personen, die Symptome anzeigen. Und von daher ist es auch hier so, dass wir sehr getrennt jene Personengruppen betreuen, die zum einen Symptome haben, mit dem Auto anfahren und zum anderen zusätzlich jene Besucherinnen und Besucher von Pflege- und Pensionistenwohnhäusern betreuen, um den sozialen Kontakt auch in Zukunft, gerade jetzt auch in der Adventzeit, zu ermöglichen. Weitere Fragen? Sollte das nicht der Fall sein, dann danke ich einmal fürs Kommen. Jetzt im Anschluss werden einige Testungen vorgenommen, die auch gefilmt werden können. Wenn Sie selbst auch einen Schnelltest machen wollen, ist das ebenfalls möglich. Dankeschön.